Wir fahren ab Anfang Oktober zwischen Innsbruck und Kufstein, dann in weiterer Folge im Brixental und im nächsten Jahr dann auch Richtung Landeck. Wenn man heute diese erste Garnitur des CityJets vorstellt und wir wissen, dass noch 19 weitere kommen werden, so ist das ganz einfach auch ein richtiger Schritt in die Zukunft. Es ist ein richtiger Schritt Richtung Verkehrswende. Für die Nutzerinnen und Nutzer bringt es unwahrscheinlich viele Vorteile. Nicht nur, dass mehr Fahrgäste Platz haben, Sitzplätze finden werden. Nein, die Sitze sind breiter, es ist mehr Komfort. Der Zug ist klimatisiert, es gibt ein WLAN-Angebot im Zug, man hat mehr Fahrräderplatz und ganz wichtig ist mir schon zu erwähnen, dass auch die Menschen mit besonderen Bedürfnissen berücksichtigt worden sind. Es gibt auch mehr Platz für RollstuhlfahrerInnen. Einerseits ist natürlich Zugfahren umweltfreundlich und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass wir hier im Land immer mehr Menschen davon überzeugen, dass es hier viele Vorzüge gibt, aber auch entsprechend genug Kapazitäten haben, denn damit Menschen umsteigen, braucht es mehr Angebot, mehr Qualität und auch einen attraktiven Preis. Das heißt, wir steigern deutlich das Angebot, haben mehr Plätze für unsere Pendler und Pendlerinnen und Fahrgäste. Und das ist uns ganz, ganz wichtig, weil wir mittlerweile knapp 160.000 Stammkunden, Stammkundinnen bauen das Angebot ganz massiv in den nächsten 2 Jahren auf der Schiene nochmal aus. Und da sind das Rückgrat dieser neuen Züge, die aber nicht nur mehr Platz bieten, sondern auch deutlich mehr Qualität. Verstellbare Sitze, Leseleuchten, Rollos, Stromanschluss, alles. Also wirklich ein Quantensprung im Bereich der Schiene.